Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Optionen bei dünnen Haaren und Haarausfall. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, aktiviere auch die Glocke, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. So Leute, heute sprechen wir über den Selbstbewusstseinskiller Number One. Haarausfall. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Menschen, wenn irgendwann die Haare ausfallen. Ja, Leute, und 2 von 3 Männern trifft es im Alter von 35 Jahren. Also der Großteil von uns bleibt nicht verschont. Den einen trifft es früher, den anderen trifft es später. Aber da müssen wir ja irgendwas machen. So, und wir sind im 21. Jahrhundert. Dort gibt es natürlich unendlich viele Informationen und auch ganz, ganz viele Optionen. Und einige davon habe ich mir mal ganz genau angeschaut. Volumenpuder. Ja, Leute, es gibt viele Produkte auf dem Markt, ich sage es immer und immer wieder, die gut für Frauen sind. Das heißt aber nicht, dass die schlecht für Männer sind. Zum Beispiel Volumenpuder. Mich hat vor kurzem ein Kollege gefragt und der meinte so zu mir, hey Daniel, ich habe so langsam Geheimratsecken und meine Haare werden dünner, was kann ich denn da machen? Und ich habe ihm zu ihm gesagt, hey, nimm einfach mal Volumenpuder und Haarspray und style damit deine Haare. Wenn ihr nämlich das Volumenpuder so in eure Haare reinmacht, dann fühlen sich die Haare viel voller an und dann nimmt ihr ein bisschen Haarspray dazu, fixiert das Ganze, that's it. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, probiert es einfach mal aus. Haarverdichtungspuder bzw. Schütthaar. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber Leute, das ist wirklich sehr, sehr krass. Innerhalb von 0, nichts, ja, hat man ein heftiges Ergebnis. Also, das ist so ein Schütthaar, so ein Puder, das macht man sich auf die kahlen Stellen drauf und es ist genau in der Farbe, wie deine Haare auch sind und innerhalb von 0, nichts, wie gesagt, hat man dann eine kahle Stelle komplett weggemacht. Und ich blende einfach mal dieses Video hier ein, was ich im Internet gefunden habe, als Beispiel. Also es ist wirklich sehr, sehr heavy, was man da für Ergebnisse erzielen kann. Aber man muss natürlich sagen, dass es kein nachhaltiges Produkt ist. Also man kann jetzt nicht irgendwie da hoffen, dass irgendwie das Schütthaar dein Haarwachstum wieder anregt. Aber das Schütthaar gibt es in jeder Farbe, also von dunkelbraun, hellbraun, mittelbraun, schwarz, was auch immer. Du wirst auf jeden Fall deine Haarfarbe da finden. Kannst einfach mal auschecken, gibt es auch bei Amazon. Ich packe den Link zum Produkt wie immer in die Infobox rein. Minoxidil. Ja, den Wirkstoff Minoxidil findet man in diversen Produkten, wie zum Beispiel auch bei Regain. Und dieser Wirkstoff soll angeblich das Haarwachstum fördern und den Haarausfall stoppen. Was ist dazu zu sagen zu Minoxidil? Also Minoxidil ist erstmal Chemie pur. Das muss gesagt sein. Minoxidil, der Wirkstoff, soll anscheinend die Größe der Haarwurzel vergrößern und besser durchbluten und somit das Haarwachstum fördern und den Haarausfall stoppen. Wirkt das bei den Großteilen der Menschen? Ja, zwar nicht bei allen, aber beim Großteil. Aber man muss sagen, dass es Chemie pur ist, ja, und da gibt es halt auch echt krasse Nebenwirkungen, weil Minoxidil gehört irgendwie zu den Antihyperintensiva oder sowas und kann es halt sein, dass echt Nebenwirkungen auftreten und das ist eine ganze Liste an Nebenwirkungen, die man da sich durchlesen kann. Also bevor ihr das einnimmt, ja, also diesen Wirkstoff, lest euch wirklich die Packungsbeilage durch. Also das ist nicht so ganz ungefährlich, würde ich jetzt mal sagen und halt echt eine krasse Chemiekeule und es wirkt natürlich nur so lange, wie man es auch einnimmt. Also wenn du es nicht mehr einnimmst, wirkt es natürlich auch nicht mehr. Also auch nicht wirklich eine nachhaltige Option. Kommen wir jetzt zu einer nachhaltigen Option, zum Thiocyn Haarserum, von dem das heutige Video auch gesponsert wird. Der Hauptwirkstoff beim Thiocyn Haarserum ist das körpereigene Molekül Thiocyanat. So, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dieses Molekül kontrolliert und reguliert halt körpereigene Prozesse. Und dort, wo halt irgendwelche körpereigenen Prozesse nicht mehr zu 100% funktionieren, wie zum Beispiel bei den Geheimratsecken, wo zum Beispiel Haare ausfallen, dort reguliert und normalisiert das Haarserum wieder diese körpereigenen Prozesse. Der große Vorteil dabei ist, dass es halt keine Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen gibt. Es ist sehr, sehr natürlich und es kann auch präventiv eingesetzt werden. Also wenn du da draußen jetzt zum Beispiel weißt, okay, hey, meine Haare werden dünner oder so langsam fallen die aus, soll ich irgendwas benutzen? Ja, da kannst du Thiocyn auf jeden Fall verwenden. Aber wenn du auch zum Beispiel jetzt schon fortgeschrittenen Haarausfall hast, ja, dann kannst du Haarausfall stoppen und ja, probier es einfach mal aus. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Option. Zu der Flasche und der Packungsbeilage kommt halt noch so ein Applikator mit dazu beim Thiocyn Haarserum. Und diesen Applikator schraubt man so auf die Flasche drauf und oben sind so
zwei Nippel, nenne ich jetzt einfach mal, ja. Da sind zwei Löcher drin und diese zwei Löcher regulieren genau die perfekte Portion für die Haare. Dann nimmt man diesen Applikator, streicht ihn so ein bisschen durch die Haare durch, massiert das Serum ein bisschen ein, lässt es 2-3 Minuten wirken, drin lassen, nicht mehr auswaschen, that's it. Ich habe das Thiocyn-Haare-Serum jetzt schon ein paar Mal probiert und ich muss sagen, ich hatte keinerlei Nebenwirkungen, sondern meine Kopfhaut hat sich sehr, sehr fresh angefühlt. Also allein deshalb muss man es mal ausprobieren. Und wenn du da draußen jetzt zum Beispiel gerade denkst, du kriegst gerade dünne Haare oder die Haare fallen langsam aus, dann ist Thiocyn auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Gibt es für Männer als auch für Frauen. Es gibt auch einen 10€ Rabattcode, findet ihr in der Infobox und auch alle weiteren Informationen zum Produkt in der Infobox. Kommen wir zur letzten Option, die Haartransplantation. Ja Leute, wir sind im 21. Jahrhundert, ja, die Frauen lassen sich die Dinger machen, die Männer lassen sich die Haare machen. So ist das, ja. Kann man einfach nicht anders sagen. Und es gibt natürlich auch schon echt einige prominente Beispiele, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, Benedikt Höwedes, Christoph Metzelder, Wayne Rooney hat seine Haare auch machen lassen. Ich blende auch jetzt mal ein paar Bilder ein, also es sieht echt krass aus, wie das Ergebnis nach einer Haartransplantation ist. Für mich wäre es aber die letzte Option, die ich ziehen würde, weil es A, glaube ich, nicht ganz günstig ist und B, wahrscheinlich auch ein bisschen wehtut. Ich kenne jetzt 2-3 Leute, die es gemacht haben. Einige haben es in der Türkei gemacht, andere haben es in Deutschland gemacht. Und ja, ich glaube, das kostet zwischen so 3.000 und 5.000 €, würde ich jetzt mal sagen. Kommt drauf an, halt, wo du das Ganze machst. Und es werden halt Haare an den Stellen rausgezogen, wo halt noch viel Haar ist und dort wieder eingesetzt, wo halt deine Haare ausgefallen sind. Und ich habe da mal ein paar Bilder gesehen, ich kann da auch ein bisschen was einblenden. Das sieht echt ein bisschen schmerzhaft aus, aber man hat wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Das kann man nicht anders sagen. Am Ende des Tages musst du aber selber entscheiden, was für dich der richtige Weg ist. Ich habe dir jetzt einfach mal ein paar Optionen mit auf den Weg gegeben und ich hoffe, dass ich damit schon mal ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du eines der Produkte schon getestet hast oder auch mal ein bisschen was dazu sagen kannst, schreib es gerne in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Adios, amigos.